Was ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden ein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Thiemann, Zwangsjacken sind out, raus aus der NATO, raus aus der WHO und raus aus der EU. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen, ob ich das erlebe. Da bin ich mir gar nicht mehr so unsicher. Nein, wenn man sich mal diese Organisationen anguckt, diese gesichtslosen Bürokratien, dann kann man ja da vielleicht noch, wenn man ganz naiv ist, sagen, ja, die hatten mal, da war mal ein guter Geist dahinter. Also die NATO, kann man behaupten, ist gegründet worden, weil man Angst hatte, dass die Russen sich zusammenschließen mit dem Warschauer Pakt, obwohl die ja danach gegründet wurden, also als Reaktion auf die NATO. Aber falls sie sich zusammenfinden würden, die Russen, und könnten dann eben mal überrollen und mit ihrem Kommunismus beglücken, dann müssen wir uns zusammenschließen, also einer für alle für einen. Das könnte man so noch sehen. Wenn man aber allerdings die erste Aussage von Hastings hört, der erste Generalsekretär war, da hat er ja gesagt, die NATO ist gedacht worden, also keep the Soviets out, the US in and the Germans down, das ist der eigentliche Sinn. Aber spätestens seit dem Jugoslawienkrieg mit deutscher Beteiligung wissen wir eben, dass die NATO alles andere als ein Friedensbündnis ist, sondern ein Angriffsbündnis. Die haben damals immerhin 78 Tage einen souveränen Staat gebombt, um dort auch ein Militärlager zu errichten, nämlich Bonn-Stil. Das war der Schritt 1. Schritt 2 ist ja die Ukraine, man muss das geopolitisch verstehen, da ist man herangerobbt. Oder wie die NATO selber gesagt hat, sie hat versucht, einen Fehler gut zu machen, den Eisenhower begangen hat, also Jugoslawien zu kassieren. Und wenn man sich dann eben auch anschaut, was in Afghanistan passiert ist und was das auch alles kostet und wie viel Unheil die NATO und der amerikanische Teil da über die Länder gebracht hat, allein unter Barack Obama, dann kann man nicht mehr sagen, naja, die machen auch was Gutes, die schützen uns vor Angriffen. Welche denn eigentlich? Also der erste Bündnisfall, der als Bündnisfall bezeichnet wurde, war der 11. September. Da hat gar kein Staat die NATO angegriffen. Und der zweite Bündnisfall, den ich immer in meinem Vortrag sage, ist die Sprengung von Nord Stream, weil das Interessante bei dieser Sprengung ist ja, dass die Geschädigten und die den Schaden ausgeübt haben, alle in der NATO sind. Das ist ja das Interessante. Also Deutschland, Norwegen und die USA sind alle in der NATO und haben damit zu tun. Ich sage ja immer, das ist die Autoimmunreaktion der NATO, deswegen raus aus dieser Gruppe, ist auch zu teuer, was das alles kostet. Das Geld haben wir nicht, auch wenn wir darauf schreiben, Sondervermögen. Da sind wir auch schon bei der WHO. Sicherlich hatte die WHO mal eine gute Idee, war mal eine gute Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Motto, es gibt so viel Elend auf diesem Planeten, dass man mit einfachen Mitteln beheben könnte. Wenn man sich zusammenschließt und sagt, wir wollen generell ein paar Standards setzen, zum Beispiel, dass auf der ganzen Welt gesundes Wasser ist oder Grundnahrungsmittel zu bekommen sind, dann wäre ich auch dafür, dann fände ich das gut. Oder aber, dass man eben dort, wo medizinische Hilfe schwer zu bekommen ist, dass man eine Grundversorgung sichert. Habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber spätestens seit private Stiftungen da eingestiegen sind und ist die WHO etwas anders geworden, nämlich eine Abverkaufsabteilung für die Pharmaindustrie und private Interessen, um da mal ganz vorsichtig zu sein. Man kann noch ganz andere Sachen da hineindeuten, möchte ich jetzt gar nicht so weit führen, aber dass die Rechte bekommen, was ja der neue Plan ist, die jedes nationale Recht kassiert und dass dann einige wenige Leute, die alle irgendwie in privaten Stiftungen verpflichtet sind, der Rest der Welt diktieren, was zu tun ist und was man sich in den Körper zu jagen hat, sonst verliert man seine Bürgerrechte oder es wird auf einem mit dem Finger gezeigt. Das kann auch nicht im Sinne der WHO sein, zumal das WHO ja auch nicht bestimmt. Das ist ja nicht die World, die da irgendwas organisiert. Es sind einige private Spender, die über 80% des Budgets auf den Tisch legen, sodass man sich schon die Frage stellen muss, erstens, wer zahlt bestimmt und hat die restliche Welt wirklich nicht so viel Geld wie diese zwei, drei Spender? Da stimmt ja dann irgendetwas nicht. Also auch eine suspekte Veranstaltung inzwischen raus. Und bei der EU ähnlich. Es gibt ja Leute, die behaupten, EU ist ein Friedensprojekt und mit dem Euro kam der Frieden. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Natürlich hatten wir vor der EU in Europa viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte Krieg, aber der ist ja jetzt nicht weg, seit es die EU gibt. Im Gegenteil, ich sage nochmal, Jugoslawienkrieg, aber auch die Art und Weise, wie die Bürger oder die Völker miteinander, übereinander reden, weil man sagt, ja, ist ja eigentlich eine Schuldenunion, die einen liegen ihre Verhältnisse, die anderen müssen immer bezahlen. Also ich kenne wenige Menschen, die nicht von der EU total enttäuscht sind. Das heißt, zu sagen, dass die EU Europa sei, das ist totaler Quatsch, weil da müsste man Europa so fassen, wie es ist. Europa geht nämlich bis nach Moskau und weiter, das ist auch Europa bis Lissabon. Und eben zu behaupten, das wäre der europäische Geist. Da wird eine Wirtschaftsunion, die letztendlich auch amerikanische Wirtschaftsinteressen verkaufen soll, dass hier amerikanische Produkte verkauft werden sollen oder westliche Produkte verkauft werden sollen, als Wall gegen russische und chinesische Produkte. Das wird uns als EU und als Werteunion verkauft. Das ist natürlich keine Werteunion. Und wenn man immer Leute auch gängelt und zwingt dazu, Dinge anzunehmen, die gar nicht wollen, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Auf was haben wir uns geeinigt? Also glaubt man Annalena Baerbock, dann ist das Schöne an der EU, dass wir alle dieselben Stecker haben. Das ist natürlich Quatsch. Wir einigen uns auf irgendwelche merkwürdigen Standards. Also ich bin da sehr enttäuscht. Und ich glaube, wenn wir zurückkehren würden zu einem Europa der Vaterländer, wo jede Nation für das steht, was ihren Kernwert ausmacht, und man sich auf ein paar Grundstandards einigt, dann gehen wir weiter. Und das gibt es übrigens alles schon. Es gibt ja eine Branche, die ohne EU sich längst auf internationale Standards geeinigt hat. Die kennt natürlich Paul, das sind Flieger. Also Fluggesellschaften haben sich auf internationale Standards geeignet. Wenn irgendwo ein Unglück entsteht, da gibt es internationale Behörden, die sagen, lasst uns gemeinsame Standards festlegen, wie Flugzeuge gebaut werden, wie reagiert wird, wenn ein Flugzeug abstürzt, wer mit wem in welcher Reihenfolge zusammenarbeitet und so weiter. Das gibt es schon. Dazu brauche ich keine Bürokratie. Und das ist genau, was die EU eben macht. Das wird immer bürokratischer, immer undurchsichtiger. Und wir sehen eben auch, Brüssel ist ja nichts anderes als der Zentralfriedhof für Lobbyisten. Ja, Revolving Door Politik. Das ist alles so dermaßen undurchschaubar, eine Korruptionsmaschine. Und deswegen, das kostet uns nur Geld, das bringt uns nichts. Und ich glaube, dass man, wenn man sich einigen möchte, dass man das in kleineren Rahmen tun kann. Und wir sollten uns vielleicht auch davon verabschieden, dass man sich in Europa immer auf alles einigen müsste, damit etwas vorangeht, weil das macht Europa ja auch aus, dass wir eben ziemlich verschieden sind. Ich lebe lieber damit, dass wir sehr verschieden sind und vorankommen, als dass wir ein bürokratisches Monster haben, was uns alle gängelt und wahrscheinlich irgendwann auch noch mit amerikanischer Technologie dahingehend bedampft, dass hier Verbrenner verboten werden und wir nur noch Teslas fahren. Also ich bin, was diese drei Organisationen angeht, sehr enttäuscht, desillusioniert und ich glaube auch nicht, dass wir da zum ursprünglichen Geist, wenn es den mal gab, zurückfinden werden. Deswegen raus. Da muss man natürlich dann überlegen, wie man anders verfährt. Und ich glaube, da wird es Zeit, dass in den Landesparlamenten und in den Parlamenten überhaupt Leute sich mal die Frage stellen, ob es immer so groß sein muss. Ich würde mir ja schon wünschen, wenn man im deutschsprachigen Raum sich auf ein paar Standards einigen würde. Das sind immerhin 100 Millionen. Das wäre dann eben Österreich, die Schweiz und auch Deutschland. Und da würde ich mal anfangen. Und dann sind wir in Europa eben ein bisschen verschieden. Und das hat uns noch nie geschadet. Weil wenn ich mich daran erinnere, den größten Teil meines Lebens in Europa hatten wir nicht mal dieselbe Währung. Und wir haben uns nicht bekriegt. Also zu sagen, wenn der Euro weg ist, dann führen wir wieder Krieg gegeneinander, ist natürlich auch totaler Quatsch. Deswegen nochmal mein Wunsch, raus aus der NATO, dieses NATO-Erfahrung braucht kein Mensch, raus aus der WHO, das ist eine Gängelungsmaschine mit Spritze in der Hand, die dann auch noch irgendwelche Dokumente schwärzt, möchte ich jetzt gar nicht tiefer noch reingehen, und raus aus der EU, das ist nur noch absurder Wahnsinn, wo irgendwelche Konzerne nur noch wenige Leute bestechen müssen, um uns allen irgendeinen Quatsch zu verkaufen. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Die klügste Frage der letzten 20 Jahre, die ich gehört hatte, von einem Kuhhirten nämlich gefragt hat, warum glauben ausgerechnet die Deutschen, dass die Amerikaner mit ihnen als einzigen auf der Welt etwas Gutes vorhaben? Ja, das sollten wir uns mal fragen. Ja, okay. Den Widerstand und die Unbeugsamkeit gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu bucken vor der Obrigkeit. Ich werde sie lehren, den eigenen Weg zu gehen. Vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem als sich selber gerade zu stehen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ohne Ehr werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht, ihr mit ihnen in die Fremde ziehen. Jawohl. In Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, meine Damen und Herren. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht, sie werden es für eure
nicht kennt.